Normalerweise sind Komödien bei Festivals eher Mangelware. Und ich finde, das Lachen gehört wahnsinnig zum Kino. Und wenn man sich die Anfänge des Kinos anschaut, das waren fast alles lustige Filme. Also das Kino kommt vom Jahrmarkt, von der Unterhaltung. Und ich finde, da ist nichts Minderwertiges dran, wenn man sagt, wir bringen die Leute zum Lachen. Lachen ist ja ganz wunderbar. Florian Gallenberger, ich bin der Regisseur von Es ist nur eine Phase, Hase. Wir waren so wild. Sie verstanden immer noch. Theoretisch. Diese Fragen, ja, war es das jetzt schon oder kommt noch mal was Neues? Mache ich einfach so weiter oder muss ich noch mal dem Leben noch mal einen Dreh geben? Das sind natürlich Fragen, die eben in der Lebensphase akut sind. Wie oft schlaft ihr miteinander? In diesem Jahr oder was? In der Woche. In der Woche? Das ist schwer zu sagen, das kommt ganz drauf an. Auf was denn? Ob ich in der Woche Geburtstag habe? Es ist nicht immer so, dass wenn was lustig ist im Film, es auch immer gleich lustig ist bei der Herstellung. Aber es war schon sehr lustig, weil wir Glück hatten, Christoph Maria Herbst und Christiane Paul, die Hauptdarsteller. Christiane kenne ich schon seit 1000 Jahren. Wir haben noch nie zusammen gearbeitet, aber wir sind also privat bekannt gewesen. Christoph war, den kannte ich nicht, aber der ist ein begnadeter Komödiant, der hat ganz viel Comedy gemacht in seinem Leben und das hat die Zusammenarbeit sehr spannend für mich gemacht, weil ich natürlich auch von ihm lernen oder er weiß sehr genau, wie er mit seinen Mitteln, mit seiner Art die Sachen setzen muss, wie er die Pointen spielen muss, das war toll und wir hatten schon durchgängig eine sehr also respektvolle, kollegiale, freundschaftliche Stimmung. Drehen ist immer stressig, ich meine, man hat zu wenig Zeit, man ist immer unter einem irren Stress, also dass man da jetzt den ganzen Tag nur rumblödelt, so ist es halt leider nicht, aber wir hatten schon eine sehr gute Stimmung, ja. Risiko? Mein Mann ist mal 800 Kilometer gefahren, nur mit mir zu schlafen und jetzt ist ihm schon die andere Seite des Bettes zu weit. Ich hatte gestern Nacht etwas mit einem anderen Mann. Wie etwas? Sex. Eigentlich haben sich meine Geschichten eher um Fragen von Schuld, sind ja eher schwerere Filme gewesen bislang. Und von daher war das für mich jetzt Neuland, eine Thematik zu wählen und eine Umsetzungsart zu wählen, die mehr auf Unterhaltung zielt, sagen wir mal so. Wir sollten uns unbedingt mal auf ein Elterngespräch treffen. Wenn du erstmal eine neue hast, dann kriegst du Emilia sowieso zurück. Frauen sind Konkurrenzficker. Das ist meine Frau. Dann zeig ihr das. Papa? Hm? Lisa, wenn ältere Menschen alleine vom Computer sitzen, masturbieren sie. Machst du das?